Oh. Okay. Wie ein Hamster am Rad. Ja, rennen wir mal. Ich weiß jetzt, glaube ich auch, warum wir so harte Schläge abkriegen. Also warum wir gleich direkt irgendwie 320 Ringe verlieren, wenn wir getroffen werden. Das liegt bestimmt daran, dass ich das Spiel auf schwer gestellt habe. Ich glaube nicht, dass der Schwierigkeitsgrad irgendwas an den Mechaniken der Gegner ändert. Ich glaube vielmehr, man kriegt einfach nur mehr Schaden. So, ich würde den gern mal treten. Oh ja, das zieht doch einiges. Uiuiui. Muss man sagen. Das ist gut. Overkill, auf jeden Fall. Muss sein. Haben wir das jetzt? Haben wir. Hier ist noch so ein Ding. Ich habe gern die Karte aufgedeckt. Das, nee, das sind viele Gegner, ne? Das sind viele Gegner. Bisschen schneller. Irgendwie ist der Tritt cool. Nein, nicht wegfallen. Das sieht spannend aus. Was ist das denn für ein Knubbelding? Oh, der ist umhüllt. Den kennen wir eigentlich schon. Ah, jetzt habe ich das mit dem Anvisieren auch rausgefunden. Man muss nämlich den rechten Kontrollstick drücken. Kamera antreten. Oh, so lassen sie sich viel angenehmer töten. Cool. Was ist mit dem Baum hier? Weiß ich nicht, aber das ist wohl das Rätsel. Erstmal sammeln wir die kleinen Pinökel hier ein. Ist hier noch mehr? Nicht hier unmittelbar. So, den haben wir. Und hier sind noch drei. Okay, wieder so eine Abwehrfrucht. Was hat das zu bedeuten? Finden wir bestimmt noch raus. Ist das ein Fisch? Sieht aus wie ein Fisch. Könnte auch. Also, wenn man sich das jetzt um 90 Grad gedreht vorstellt, sieht das aus wie ein Fisch. Könnte aber auch so ein Dr. Eierkopf-Typ sein. Weiß ich nicht. Widmen wir uns mal dem. Das sah spaßig aus. Wie irgendwie, ne? Da, genau. Hui. Da kann man nicht allzu viel verkehrt machen, deswegen sieht das spaßig aus. Oh, kann man doch. Ja. Vielleicht kann man nach rechts gedrückt halten, um weiter rüber zu hüpfen. Ich habe jetzt mal versucht, jede Schiene einzeln mit einem nach rechts drücken zu bedienen. Ich teste das mal. Weil ansonsten reicht die Zeit dafür einfach nicht. Ach so, ja, wir können auch beschleunigen, stimmt. Oh, das war jetzt ein bisschen schnell. Shit, das war jetzt nicht das Ziel. So und so, direkt so. Nee, man kann nicht nach rechts gedrückt halten, um öfter. Okay, das heißt, man muss früher abspringen, wie ich gerade gemerkt habe. Früher funktionieren. Dann kann man das vielleicht ein bisschen besser timen.
Ja. Wir kennen das ja schon, dass ich manchmal ein bisschen länger brauche, um die Sachen hinzukriegen. Ja, aber diese 6 zusätzlichen Punkte, das ist ein bisschen enttäuschend. Da braucht man ja wahnsinnig viele Punkte, damit das irgendwie ja zumindest ein bisschen bemerkbar ist bei diesem Schwierigkeitsgrad. Geschafft! Schön! Oh, wir sind voll. Sehr gut. Brauche ich nicht im Kreis durchdrehen. Gut. Nutzen wir nochmal. Ah, okay. Ich glaube. Moment. Wurde auch so angezeigt? Ich glaube ja. Aber der hat gewackelt, oder? Auf der Karte. Als wir abgeben konnten. Oh, da leuchtet was. Hat was geleuchtet. Sieht aus wie Häuser? Wer hat da wohl mal gewohnt? Oh, da oben ist das Flugvieh. Ist bestimmt ein krasser Gegner. Ja, aber hier hat es doch eben geleuchtet. Das habe doch nicht nur ich gesehen, oder? Mal gucken, wo wir landen. Irgendwo in der Luft. Ist immer fies, wenn sich die Kamera automatisch dreht, finde ich. Okay, machen wir am besten mit Anlauf. Ja, das hat funktioniert. Schön, hat ein Herz gebracht. Was sind das für Pönökel alles? Okay. Wie weit sind wir jetzt von dem... Nicht du. So, drücken. Ja, anvisiert. Sehr schön. Verpiss dich. Oder wir verpissen dich. Ja. Keine EP. Gut. Den Lichtstrahlen irgendwo, den wir gesetzt haben. Aber er müsste. Doch, da ist er. Gut. Das ist die falsche Richtung. Oh, wir können wieder viele tolle Sachen lernen. Stampfangriff und wilder Sturm. Drücke L, Schrägstrich R und Y. Drücke A während einer Combo. Ja, das klingt irgendwie cooler. Was kommt danach? Schneller Cyberloop. Wenn die Cyberloop-Anzeige ganz voll ist. Blau wird okay. Ja, ich glaube, wir machen das mit den wilden Sturm. Achso, wir sind automatisch hier rein. Okay. L oder R und Y. Ja, ich drück Y. Ah, okay. Man darf R oder L nicht gedrückt halten. Ich verstehe. Einmal drücken und dann Y. Okay, bloß nichts gedrückt halten. Darf man... Moment, darf man Y gedrückt halten? Nö. Einmal antippen, ich verstehe. Okay, Training verlassen. Okay, dann passt das mit dem Ausweichen wahrscheinlich auch besser, wenn wir den Gegner anvisiert haben. Weil vorher hatte ich da echt Probleme. So, was kommt da? Autokombo. Freigeschaltete Kampffähigkeiten werden bei Kombos automatisch aktiviert. Verursachen. Weniger Schaden, genau. Nach dem Freischalten kannst du die Autokombo-Optionen ein- und ausschalten. Ja, ich glaube, das lassen wir erstmal. Lass mehrere Energiekugeln auf deinen Gegner los. Das klingt auch sehr interessant. Okay. Gleich mal testen den Zickzack-Angriff. So, so und so. Boom.
Aua. Wow, der wirft aber weit. Jetzt ist er anvisiert, okay. Das und Y. Ach, der, okay. Wieso ist denn der nicht mehr anvisiert? So und so. Was, keine Erfahrungs... Ach so, kommt aus dem Ding raus. So, da ist das gelbe Ding. Wie war das hiermit? Drehen, ne? Ach Mann. Da wollte ich gerade gar nicht hin. Geschafft. Cool. Aber das war jetzt auch nicht so schwer. Und währenddessen konnte ich das L-Stick drücken noch mal ein bisschen üben. Um die Ringe zu natzen. Nehme das. Da waren Fähigkeitspunkte drin, sehr schön. Nein! Nein, du so. Geh zurück. Sonic, geh zurück. Und da war noch so ein Fraggle. Die kann man nicht kaputt machen. Wisse man. Will den Fraggle. Den Fraggle. Squid! Okay, jetzt hat er uns entdeckt. Und noch so ein Vieh, okay. Wie war das so? Und so. Erstmal das Vieh kaputt. Er kann uns das schon mal nicht mehr ärgern. Und ich glaube, bei Squid müssten wir am besten irgendwie mit aufsteigen. Weiß bloß nicht wie. Da ist er. Erstmal anvisieren würde ich ihn gern. Geh mal da hoch, das ist doch eine gute Rampe. Typ Mann. Da, wo ist der Squid? Da. Auch geschafft. Sehr gut. Ich glaube, jetzt müssen wir schneller als er sein. Hey, ich bin noch zweimal gehüpft. Und ich sehe nichts. Heißt Kameraeinstellung. Das Tuch ist gleich weg. Ja, jetzt weg. Er läuft automatisch. So. Dann. Ach so, nach links ausweichen. Ah, okay. Okay. Ich habe verstanden. Wir sind noch viel zu weit weg, um überhaupt von ihm getroffen zu werden. Okay, eigentlich hätte ich getroffen werden müssen, aber gut. Soll mir recht sein. Also der Kampf ist cool, aber die Kameraeinstellung ist scheiße. Ich habe es gerne ein bisschen weitsichtiger, damit ich sehe, was auf mich zukommt. Wir sind schon fast am Ende des Teppichs, also... Ich habe das Gefühl, wir müssen vielleicht einfach noch ein bisschen schneller werden, bevor wir den wirklich auch besiegen und treffen können. Es blendet zu stark. Okay, wir kommen doch langsam ran. Lauf, kleiner Igel.
Ja, jetzt hat sich's auch wieder erledigt mit dem Rankommen. Oh doch, es wird mehr. Näher. Ich sehe nichts, es blendet zu doll. Hey. Es blendet zu doll. Was soll ich denn machen? Es blendet zu doll. Die Kameraeinstellung ist so scheiße. Training verlassen. Das haben sie echt kacke gemacht, muss ich sagen. Dass man die Kamera da nicht, wie man will, steuern kann. Gut, also kein Squid. Wir spielen ja jetzt auch nicht Squid Game, sondern Sonic. Wir sind hier aber ziemlich weit. In Gebiete vorgedrungen, wo ich eigentlich noch gar nicht hin wollte. Wir müssen noch mal da hoch für so ein Sonic-Dings. Ist doch scheiße. Nee, das will ich jetzt nicht drehen. Tolles, riesiges Spiegelnetz-Ding. Ja, toll. Ist mir gerade egal. Ich will da hoch. Ja, doch irgendwie eine Rampe, oder? Darüber? Meine ich irgendwie eine Rampe? Genau. So. So, hier ist er. Geht doch. Nur wegen dem einen Fatzke da. Er schon wieder. Auch mal. Komm, einmal versuchen wir es noch. Was soll's. Oder auch nicht. Okay. Hat sich ausgekämpft. Er schießt da runter, was soll der Scheiß? Piss dich bloß. Mann. Ich habe gedacht, der fliegt dann einfach weiter und wir sind out of fight. So, jetzt war es so. Erahne gegnerische Angriffe. Kurz vor dem Angriff eines Gegners erscheint ein visueller Effekt zwischen ihm und Sonic. Okay, ist mir noch nie aufgefallen. Wie war das? Moment. So und dann Y. So und Y. So und Y. Muss man den anvisiert haben? So und Y. Muss man. Ja, vollkommen die Orientierung verloren. Komm, ich mach mal voll, dann sind wir wieder schneller unterwegs. EP haben wir auch noch gekriegt. Schön. Also Fähigkeitspunkte, Fragmente, wie auch immer. Dödeldings. Ja, das ist cool. Also diese Art von Rätsel. Alles, okay. Das heißt, wir müssen entweder rechts anfangen oder rechts enden. Ich fange jetzt einfach mal rechts an. Mal schauen, wo der Weg uns hinführt. Vielleicht wird das ja was. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Jawohl. Da ist wieder so ein einzelner Koko rumgestrunzt. Kann das sein? Ich meine, ich hätte da einen gesehen.